Der deutsche Automobilhersteller Ford setzt im Moment deutliche Akzente zum Thema Elektrifizierung. Wir baten Generaldirektor Daniel Cihic zum Interview und wollten zu Beginn gleich wissen, welche Ziele es dabei gibt. Grundsätzlich die Ziele werden ja von der EU gesetzt und wir auch als Hersteller versuchen natürlich diese Zielvorgaben einzuhalten, weil eine Verfehlung extrem kostspielig wäre. Also bei uns in Europa ist das 1 Gramm ist ungefähr 100 Millionen Euro Strafe. Das heißt, da ist jegliche Verfehlung extremer Verlust finanziell. Und deswegen versuchen wir natürlich in jedem Land, auch in Österreich, unseren Beitrag zu leisten und auch dieses Ziel auch entsprechend auch zu erreichen. Und da braucht es nicht nur ein Modell, sondern da braucht es einfach die Gesamtbilanz muss passen. Mit welchen elektrifizierten Modellen wird man die CO2-Ziele umsetzen? Wir haben ja immer bei Ford, unsere Devise war ja Power of Choice. Also wir haben nie gesagt, wir verschreiben uns nur einer Technologie und das ziehen wir durch, sondern wir versuchen ja auch als Volumenshersteller leistbar auch die Elektromobilität einer breiten Masse zugänglich zu machen. Und deswegen haben wir neben den Mild-Hybriden, die man beispielsweise auch bei unseren Volumensmodellen, also Fiesta Focus, auch haben kann, unter anderem, aber auch bei den SUV-Modellen, die ja sehr stark angefragt werden, wie Puma und Kuga, haben wir auch die reinen Hybride, also die vollen Hybride, wie beispielsweise jetzt eben beim Mondeo und nächstes Jahr dann auch beim Galaxy und S-Max. Aber sag ich mal, den größten Beitrag zweifelsohne wird der Kuga Plug-in-Hybrid leisten. Ja? Und da sind wir wirklich sehr froh, dass man dieses Modell schon eben dieses Jahr schon in den Markt jetzt trotz Covid auch bringen konnten. Und die Resonanz ist sensationell. Also ich selber fahre auch einen Plug-in-Hybrid und bin wirklich ob der Effizienz, ob der Leistung und eben auch Leistbarkeit ist das einfach ein Modell für die breite Masse. Welche Zielgruppen will man mit den neuen Modellen erreichen? Was wir schon machen, gerade im Nutzfahrzeugbereich, wo wir dieses Jahr eben auf und dran sind, ein historisches Ergebnis zu erreichen und wirklich Nummer 1 zu werden nach langer Zeit. Ja. Und gerade dort bei den Nutzfahrzeugen versuchen wir einmalig auch am Markt die städtischen Unternehmer oder Betriebe, die halt im Stadt unterwegs sind, mit Plug-in-Hybrid. Transit Custom Plug-in Hybrid, aber auch Tourneo Custom, ist etwas, was wirklich sehr effizient genutzt werden kann, aber gleichzeitig ohne Angst, dass man eben ja, die nächste E-Tankstelle nicht erwischt, sondern einfach mit einem entsprechenden Motor unterstützt, wenn es einmal dann auf die Autobahn doch sein muss oder längere Strecken. Und das ist ja auch das Beste quasi aus zwei Welten, ja, das den Kunden anzubieten. Ford bringt demnächst auch einige konventionelle neue Modelle auf den Markt. Welche werden das sein? Es ist ja für uns dieses Jahr schon ein besonderes Jahr, 2020, weil, wie ich schon gesagt habe, SUVs sind sehr stark im Trend. Jeder will einen SUV haben und wir bringen gleich 3 Modelle gleichzeitig in den Markt, also eben den kleinen Ford Puma, sehr stylischen und auch natürlich sehr geräumiges Fahrzeug, also sehr viel Platz für ein kleines Auto, aber auch unseren Bestseller Ford Kuga bringen wir neu auf den Markt und das wirklich, um zurück auf die Frage Elektrifizierung, in allen Elektrifizierungsvarianten. Also wir haben einen Mild-Hybrid, wir haben einen Voll-Hybrid und einen Plug-in-Hybrid. Ja? Also der elektrifizierteste SUV und als quasi die Vollendung oder als Vollendung dieser Modell-SUV-Palette auch den Ford Explorer, auch mit einer sehr fortschrittlichen Plug-in-Technologie. Und gerade eben, wenn du da am Puls der Zeit bist mit 3 SUV-Modellen, auch elektrifiziert, denke ich mal, das sind die Highlights und das ist genau das, was uns hilft, dass wir auf unserem Wachstumspfad bleiben. Welche Erwartungen hat man beim Thema Marktanteil mit all den neuen Modellen? Was für uns wichtig ist und das ist ein großes Ziel von mir und von meinem Team ist, dass wir nachhaltig wachsen. Und wir haben es geschafft, die letzten 4 Jahre
zu wachsen. Ja? Und wenn wir es in 2020 schaffen, selbst wenn es nur ein Promille ist, ja, das fünfte Jahr in Folge zu wachsen, würden wir ein historisches Ergebnis schaffen, weil das hat es in der Geschichte von Ford in Österreich noch nie gegeben. Noch nie ist vielleicht verkehrt, weil bei der Gründung der Firma hat es dann 5 Jahre in Folge Wachstum gegeben, seitdem nicht mehr. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir wirklich was Historisches auch geschafft. Klare Vorstellungen also zur Markteinschätzung 2020 zum Thema Elektrifizierung und neue Modelle. Wir danken für das Gespräch.